Herzlich willkommen zu diesem neuen Review. Heute im Review die KGWorks P09. Und was das Ding drauf hat und was es taugt, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Beginnen wir wie immer mit der Verpackung und dem Lieferumfang. Die Verpackung ist schön gehalten, schlicht mit zweimal der Abbildung der Waffe und zahlreichen Hinweisen über die Waffe selbst. Der Lieferumfang ist schön detailliert aufgegliedert. Wir haben als allererstes eine Bedienungsanweisung in Englisch und Deutsch und Chinesisch. Dann haben wir natürlich die Waffe selbst mit dem Magazin und in der unteren Hälfte vom Karton noch ein kleines Päckchen Kugeln. Kommen wir nun gleich zu den technischen Daten. Technischen Daten fallen wie folgt aus. Ich rutsche mal auf Seite, dann kann ich es euch hier ein bisschen einblenden. Der Hersteller ist KGWorks in Kooperation mit ASG für die offizielle Lizenz. Das System hier ist ein GBB-System, das heißt halbautomatisch Gas Blowback, das Kaliber im 6mm. Das Material, was verbaut worden ist, ist Polymer und kleinere Metallteile. Das Magazin fasst 25 Schuss und ist komplett aus Metall gefertigt. Die Länge von der Waffe beträgt 205 mm und das Gewicht 860 Gramm. Die Leistung wird bei zahlreichen Online-Shops mit 0,8 Joule angegeben. Das haben wir natürlich für euch im Schuss- und im Chronotest nachgeprüft. Der Preis für das gute Stück beläuft sich auf 98,98 €. Beginnen wir mit der äußerlichen Verarbeitung. Die äußerliche Verarbeitung ist sehr gut gelungen, wie wir finden. Wir finden kaum Geräte vor. Der Schlitten und das Griffstück ist hier aus Kunststoff gefertigt. Der Schlittenfang als auch die Sicherung, genauso wie Kimmelkorn, sind hier aus Metall gefertigt. Ebenfalls aus Metall ist hier der Außenlauf. Die Dreilochvisierung ist hier starr und nicht einstellbar. Kommen wir noch schnell zu den Markings. Die Markings sind schön verarbeitet. Auf dem Schlitten befindet sich einmal das CZP09 Logo, darunter einmal Designed by Czech Republic und auf dem Griffstück noch das Czech Logo. Drehen wir die Waffe um, finden wir wieder das Czech Logo, weiter oben dann das FM5-Werk Kaliber 6mm BB und noch eine kleine Aufschrift Made in Taiwan. Kommen wir nun noch schnell zu den internen Werten von der CZP09. Um allererstens die Waffe zerlegen zu können, muss das Magazin entfernt werden. Ist logisch, denke ich, für jeden klar. Dann nimmt man die Waffe, zieht den Schlitten nach hinten zurück, bis hier diese Nasen übereinstimmen. Dann kann man auf der Rückseite diesen kleinen, Pin drücken. Man könnte ihn drücken, denke ich. Jetzt kommt er, genau, könnte man ihn drücken, rausnehmen und den Schlitten wie bei gewohnten GBBs nach vorne abziehen. Und dann kommt einem schon das Innere zum Vorschein. Hier sprechen wir gleich als erstes das Hop-Up an. Das Hop-Up ist hier über diese kleine Schraube einstellbar. Nach rechts rum mehr Hop, nach links rum weniger Hop. Die Federführungsstange ist hier aus Metall gefertigt beim Heraustun. Aufpassen, da sind noch zwei Kunststoff-Unterlegscheiben im vorderen Teil des Schlittens. Das Nozzle ist aus Kunststoff gefertigt, der Außenlauf aus Metall, der Innenlauf ein stinknormaler 6,08 mm Messinglauf. Das Hop-Up ist vom Stock aus zu gebrauchen, kann man gut nehmen, dichtet auch sehr gut ab, also wir haben sehr gute Ergebnisse mit erzielen können. Kommen wir nun zum Griffstück. Das Griffstück ist hier gewohnt wie bei anderen GBB-Pistolen auch. Die ganze Mechanik in einem Metallkäfig gehalten. Es ist von Haus aus gut gefettet, kann man echt nichts sagen. Was man hier allerdings sagen muss, was sehr positiv ausfällt, ist der Hammer. Ist hier aus Stahl gefertigt. Zu dem Preis ist, finde ich, nicht schlecht. Finde ich echt klasse gemacht von KJW. Und ja, ich finde die inneren
Bauweisen sehr interessant. Finde ich auch sehr, also es wackelt nichts, wie man hört zum Beispiel. Finde ich sehr angenehm. Zu dem Preis überrascht mich die Waffe doch ziemlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tun wir die ganze Geschichte wieder rein. Und ja, tun wir es wieder zusammenschieben. So, jetzt haben wir es wieder drauf. Einfach wieder den Schlitten zurückziehen, dass diese Nasen wieder übereinander hängen. Den Pin nehmen und wieder durchdrücken. Und schon ist die Waffe wieder schussbereit. Jawohl, geht. Kommen wir noch schnell zum Fazit von der P09 von KJW bzw. ASG. Die KJW hier P09 ist sehr schön verarbeitet, kann man zu dem Preis echt nichts sagen. Ich möchte fast sagen, das ist unschlagbar. Es gibt diese Waffe jetzt noch in zwei verschiedenen Versionen, jeweils in zwei Farben. Einmal mit Metallschlitten und einem Koffer dazu, jeweils in Farbe Dark Earth und Schwarz. Diese kosten dann 124,98 €. Oder diese Version mit komplett Kunststoffschlitten ohne Koffer liegt sie bei 98,98 €, wie schon erwähnt. Auch jeweils in den Farben Dark Earth und Schwarz erhältlich. Ja, zu dem technischen Part haben wir ja vorhin in der Werkstatt schon drüber gesprochen. Das Innere lässt sich auf jeden Fall sehen. Finde ich sehr schön gemacht, zu dem Preis einen Stahlauslöser, einen Stahlhämmer zu liefern, ist cool, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass die Waffe auf jeden Fall lang ihren Dienst tun wird. Und was der Vorteil ist, jetzt bei der Kunststoffversion zum Beispiel, ist, dass der Cooldown nicht so schnell kommt. Nachteil natürlich, der Rückstoß ist nicht so extremst wie bei der Metallversion. Gut, wie gesagt, ich kann sie wirklich empfehlen. Ich habe es jetzt seit einem halben Jahr in Benutzung. Und ja, ich verabschiede mich in der Hinsicht von euch wieder und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wenn euch gefallen hat, lasst halt einen Daumen da, ein Abo oder einen Kommentar, je nachdem, auf was ihr Bock habt. Und ich verabschiede mich. Schön mit Ö, euer Häubi FV. Macht's gut.